Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich weiß, ich war lange nicht online, ich habe lange nichts gepostet. Gibt Gründe dafür, habe ich auf meiner Insta-Story mal erwähnt gehabt. Und ich muss jetzt gucken, ich habe eigentlich viele Videos vorgedreht gehabt. Ich weiß nicht, ob ich die posten kann. Würde sie gerne, aber Stand jetzt kann ich es noch nicht sagen. Aber ich möchte gerne weiterhin posten. Und ich habe euch dann auf Insta mal gefragt, so was würde euch denn interessieren? Und so eine Hälfte meinte so Design und die andere Hälfte war so Sport. Und so Ernährungszeug. Und daher dachte ich mir, ich mache einfach so einen Day in the Life, weil Sport und Design ist halt irgendwie so mein Lebensinhalt momentan. Ja, ich nehme euch einfach mit. Ich zeige euch, was so abgeht bei mir heute. Ich habe viel Orga-Zeug zu tun. Ich habe keinen Drucker. Ich muss gucken, dass ich jetzt irgendwo einen Copyshop finde, wo ich was drucken kann. Ich muss eine Glühbirne austauschen, weil die kaputt gegangen ist. Ich muss sauber machen. Ich gehe Sport machen. Ja, weil morgen wird es richtig warm und da will ich eigentlich gerne in den Park gehen oder so. Und nicht hier zu Hause irgendwelche Sachen organisieren müssen. Deshalb mache ich das heute, wo noch nicht so schönes Wetter ist. Aber ja, ich würde sagen, ich nehme euch mit. Wir haben jetzt 10 Uhr. Ich habe heute ein bisschen länger geschlafen. Jo, viel Spaß beim Video. Das erste und wichtigste natürlich, Kaffee. Mit Kaffee starte ich meinen Tag. Ich mache hier meistens so eine Kanne voll und dann trinke ich immer noch so 2-3 Tassen Tee. Das ist so mein morgendlicher Flüssigkeit-Input. Leute, glaubt mir, ich werde noch zum Elektriker, ohne Spaß. Diese Lampe hier in meinem Bad ist kaputt und die sieht eigentlich aus wie diese hier. Jetzt dachte ich mir so, okay gut, ich schraube das jetzt einfach mal ab, muss wahrscheinlich eine neue Lampe kaufen gehen. Gar kein Bock. Aber passt mal auf, während ich das abgeschraubt habe, ist mir einfach aufgefallen, es ist nicht die Lampe, die kaputt ist, sondern... Oh nee, oder? Als ob. Ah, jetzt. Seht ihr? Es ist sozusagen der Kontakt zur Wand. Daher kommt jetzt mein Mastermind und denkt sich einfach, ich schraube jetzt einfach diese Schrauben stärker fest, weil dann ist theoretisch der Kontakt wieder da. Und dann müsste eigentlich alles wieder funktionieren. Ja, ich werde das mal probieren. Das wäre natürlich mega nice, weil ich habe echt keinen Bock, eine Glühbirne kaufen zu gehen. Bin gerade richtig froh, dass ich von zu Hause hier so Schraubenzieher mitgenommen habe. Sind zwar nicht alle kreuz, aber ich denke, mit diesen flachen hier habe ich eine Chance, das hinzukriegen. Hoffen wir es mal. Oh mein Gott, ich bin happy. Okay, also ich habe jetzt einfach das so lange gedreht, bis es geleuchtet hat und habe die Dinger dann so festgeschraubt. Also genau in der Position ist der Kontakt vorhanden. Ich bin so happy, nicht weil ich das geschafft habe, sondern einfach, weil ich mir jetzt den ganzen Weg sparen kann, eine Glühbirne zu kaufen. Richtig nice. Was ich als nächstes gemacht habe, ist mein Nachtisch vorbereitet. Und zwar nehme ich dafür immer Joghurt, so circa 100 Gramm. Und was ich genau mache, ist so eine Art Frozen-Joghurt-Eis-Mischung. Und dann esse ich das noch mit so einem Apfel oder Beeren. Und mache dann meistens noch Wasser dazu. Dann mache ich noch ein bisschen Süßstoff dazu, ein bisschen Zimt, einfach für den Geschmack. Mische es schön durch und dann stelle ich das so für circa 4 bis 5 Stunden ins Gefrierfach. Ich muss nur schauen, dass ich es, bevor ich es dann esse, so 1 Stunde, 2 Stunden vorher in den Kühlschrank stelle, dass es so ein bisschen wieder antaut. Und dann hat man so dieses kalte, cremige, was echt nice ist. Ich feiere den Potsdamer Platz einfach übertrieben. Ich finde es so nice hier. Im Winter war hier alles beleuchtet und ich feiere einfach, ich weiß nicht, ich feiere es hier einfach, Potsdamer Platz. Hat einfach Stil. Ich gehe jetzt noch einkaufen, weil hier ist ein Aldi und ist deutlich günstiger. Ich bin zurück von meinem Einkauf. Es hat jetzt doch länger gedauert wie gedacht. Also wir haben jetzt 14.20 Uhr einfach. Und zwar habe ich ein bisschen Traubensaft gekauft, weil ich bekomme Besuch von einer guten Freundin von mir. Und wir haben gesagt, wir gönnen uns mal wieder was. So, weil erstens, zu zweit darf man. Zweitens, sie hat ihre Prüfung dann rum. Drittens, ich habe so viel Stress gehabt die letzten Tage, wo ich leider nicht drüber reden kann. Aber ich habe es mir verdient, auch mit mir was zu gönnen. So, ja, und ich freue mich einfach übertrieben, wenn sie kommt. Sie kommt in 4 Tagen und ich bin so gehypt. Oh mein Gott, das wird die richtig coole Zeit einfach werden.
schmecken, wie wenn wir es am Fastnacht gemacht haben. Ist schon. Oh mein Gott. Und dann habe ich gekauft, so Sachen, die ich halt wieder brauche, Abschminke, Schminke. Habe ich nämlich fast nichts mehr gerade da. Und mein Abendessen, schaut es euch einfach mal an, Leute. Die ist einfach so groß wie mein Kopf. Was ist das bitte für eine Monster-Kartoffel? Ich bin fassungslos. Riesig. Und was ich mir auch gekauft habe, ja, ich fasse es selber nicht, dass ich mir ein Buch gekauft habe. Es ist so, dass morgen richtig schönes Wetter wird und ich möchte morgen unbedingt in den Park gehen. Ich weiß noch nicht, in welchen Park, aber was mache ich im Park? Ich möchte irgendwas tun und dann habe ich mir überlegt, ich könnte doch mal ein Buch lesen, so. Mal meine Augen nicht auf dem Display schauen lassen, sondern mal auf ganz klassisch ein Buch. Es gab leider nicht viel Auswahl in dem Laden, wo ich war. Es gab nur Krimi oder so Romanzen. Und irgendwie habe ich eine Romanze mehr gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jetzt im Kino. Keine Ahnung, nachher ist das voll bekannt und es ging einfach an mir vorbei. Ich habe keine Ahnung, aber es ist irgendwie so ein Liebesdrama. Ja, was ich jetzt auf jeden Fall brauche. Ich gehe nachher noch trainieren, aber zuallererst, bevor ich rausgehe, gönne ich mir einen Kaffee, gönne ich mir einen Snack. Das ist mein Day in the Life an einem Samstag momentan. Ein Snack, den ich momentan einfach übertrieben feiere, ist Popcorn. Und bei mir ist es immer so, ich feiere was, ich esse es so gefühlt jeden Tag, bis ich keine Lust mehr habe. Und dann esse ich es so monatelang nicht mehr. Und momentan ist es bei mir einfach Popcorn. Ich mache das in der Pfanne ohne Öl und dann ein bisschen Süßstoff dazu und habe den perfekten süßen Snack. Oh nee. Oh Mann, ey. Bisschen Popcorn, bisschen Kaffee und mein Mittagssnack ist fertig. Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Sport. Und natürlich geht jetzt die Sonne weg. Ich bin so, was soll das, was soll das? Aber ja, ich nehme meine Kamera wahrscheinlich nicht mit, weil ich weiß nicht, ob ich mich traue zu filmen, wenn da noch andere Leute sind. So, mal schauen. Aber viele von euch interessiert, wie meine Form derzeit ist. Und ich dachte, ich zeig's euch einfach kurz. Ihr müsst wissen, der Spiegel, der verzerrt. Also ich glaube, der macht einen viel schmaler so. Oder es ist die Handykamera. Ich habe keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Also mein Bauch entspannt. Sieht jetzt gerade so aus. Ist jetzt auch nicht das krasseste Licht. Und angespannt. Ja. So, also ihr seht, es kommt auch voll drauf an, wie ich mich positioniere, wie ich atme, wie ich das Licht, ja. Aber ja, das ist so, sag ich mal, die fitte Version. Ich finde es auch okay, ich will auch gar nicht, dass es mehr wird, weil irgendwann ist es zu viel, finde ich. Ja, deshalb bin ich so bauchmuskeltechnisch eigentlich ganz, ganz happy, so wie es jetzt gerade ist. Okay.
schaut euch einfach dieses Monster an, Süßkartoffel an. Ich habe die abgewogen. Das sind 640 Gramm einfach. Aber es ist einfach zu nice. Ich habe da noch ein bisschen Kurkuma drüber, frische Kräuter und ich mache noch ein ganz bisschen Chili dran. Und Leute, ich liebe es einfach. Das ist so mein Standardabendessen geworden, ohne Spaß. Hier ist das fertige Dessert, was ich heute Morgen schon vorbereitet habe. Also da unten drunter ist mein Joghurt-Eis und ich habe einfach noch ein bisschen gefrorene Beeren und einen Apfel drüber geschnitten und ich feiere es.